Und auch ein Merkmal, dass Siarski sich ganz schnell den Puck wiederholen, wenn sie immer verlieren in der eigenen Angriffszone. Brandon Cutler. Oh, ein Trickversuch. Aber da macht Kevin Carr die Tür zu. Aber abgefälscht von Mischkowski. So hat er nicht mitgehen. Große Chance für Kassel. Aber auch ein klasse Block gegen den Abschluss von Hunter Garland. Olsen schiebt mächtig an, geht da auch außen vorbei. Probiert es dann allein. Da gibt es den Rebound. Aber knapp drüber gelatscht von Hunter Garland. So, Tristan Keck gegen zwei. Das ist seine Situation. Tristan Keck und Kevin Carr mit den Schonern. Der Gäste, die bekommen schon sehr viele Wechsel tatsächlich jetzt. Josh Winquist. Marco Pfleger. Schöne Übersicht. Und Donat Peter mit dem Versuch. Maxwell mit der Stockhand. Und auf diese Reihe wird es mit Sicherheit auch ankommen heute. Zunächst aber einmal mehr die Huskies. Platz für starker Schlagschuss. Pat Save von Carr zur Seite auch pariert. Glück des Tüchtigen, dass die Scheibe da nochmal zu den Wölfen durchkommt, die einen guten Wechsel haben. Distanzschuss bleibt in Kuddelmuddelängen. Den Rebound hat dann Maxwell aus kürzester Distanz. Absender. Der schickt Luis Brune. Brune mit Platz. Klasse Reflex von K, der wieder Schlimmeres. 5,2 Sekunden, sagt die Stadionuhr. Scheibe geht an Kassel. Abschluss kommt auch von Keck. Und Treffer! Ryan Olsen quasi mit der Schlusssirene. 1,5 Sekunden hier noch auf der Uhr. Setplay vom Anspielpunkt weg, von Erfolg gekrönt und der 11. Treffer für den Kassler Goldhelm. Zu diesem Zeitpunkt, Olsen, da fährt er sofort in den Slot und hat dann natürlich Glück, dass von Moritz Raab der Puck dann noch so ein bisschen gebremst wird und ihm vor die Kelle fliegt. Natürlich extrem unglücklich für Kevin Carr, der so ein starkes Spiel gemacht hat bisher. Und dann muss er wirklich, ja wie du sagst, mit der Schlusssirene faktisch oder praktisch das erste Tor kassieren. Er kann sich nicht wirklich durchsetzen, bringt aber den Puck zum Mitspieler, Darren Mischkowski. Aber wieder für Valenti. Nächster Montana-Treffer! 2:0! Powerplay-Tor von Yannick Valenti. Ja, und das ist schon das vierte in Überzahl in dieser Saison. Und da denkt man immer, naja, die Garland-Reihe, die Top, es ist die Top-Reihe, die erste Powerplay-Formation. Aber die Statistik sagt was ganz anderes. Einmal mehr und natürlich, wenn du einen Yannick Valenti hast, der so gut den Puck auf dem Blatt spürt wie hier bei seinem One-Timer, dann ist es natürlich auch dankbar für alle anderen. Und keine Chance für Kevin Carr, der muss rüber, muss die gegensätzliche Bewegung machen und den kann er einfach dann nicht halten. Bei den Huskies Max Faber. Aber kein Problem für Kevin Carr. Maxi Faber auf Olsen. Gute Idee, sich den da nochmal auf die Vorhand zu ziehen. Allerdings leicht versprungen, der Puck. Huskies aber mit dem Vorwärtsgang, da kommt Mischkowski fast ran. Und jetzt die Gäste über eben Nikita Krymski. Versucht er sich an Detz vorbeizuarbeiten, aber Ryan Olsen am Puck. Schöne Scheibe auf Keck und der versucht es da auf den die kurze Ecke und das Dach. Donat Peter kann den nicht annehmen und die Huskies Brune mit Tempo. Und Alroth, Tor! Ganz trocken Alec Alroth. Und wieder ist es in der letzten Minute, wo die Huskies zuschlagen, auf 3:0 stellen. Schöner, trockener Schuss, also da hat Kevin Carr möglicherweise, entweder hat er nicht damit gerechnet oder er war einfach nicht in der Lage, da rechtzeitig rüberzukommen und die Fanghand auszustrecken. Auch Brunes Rückpass war scharf sozusagen, hat was geboten. Klasse Querpass, Tristan Keck mit dem nächsten Abschluss, aber Carr mit viel Ruhe und dem richtigen Näschen. Kam, glaube ich, der fragende Blick. Marco Müller kann jetzt mal durchladen. Der fragende Blick gerade auf der Bank. Oh, wieder gefährlich. Das war auch nicht ungefährlich, wie Tristan Keck da Richtung Max Faber.
Valenti war ordentlich Platz auf der linken Seite des Tores. Und es ist wieder diese Formation. Mit ihm hier Kattler verzieht. Rebound-Gelegenheit für Valenti. K zur Stelle. Und jetzt kann der Nachschuss. Ja, da wird es ein bisschen eng, aber Fiedewitz. Und da haben die Huskies auch mit dreien geführt, waren eigentlich klar auf der Siegerstraße. Und da haben wir auch schon den Abgesang gestartet, weil nichts sich richtig andeutete, dass da noch irgendwas kommt. Und da haben die selber in der Schlussphase mit gezogenem Torwart zwei Tore erzielt und waren plötzlich wieder da. Also von daher, da warten wir mal ab, bevor wir hier den Endpunkt setzen. Christian Keck. Ah, das ist eine gute Übersicht. Max Faber, und er legt ihn rüber für Garland. Und dann haben wir das 4:0. Und das ehrt Max Faber, dass er da nicht auf sein erstes Saisontor geht, sondern dass er den Blick hat für den Nebenmann, für Hunter Garland, der dann ins leere Tor einschieben kann. Na, gute Übersicht von Keck und dann ja, dieser kleine Pass von Stark. Max Faber, wirklich einfach uneigennützig. Wie gesagt, er steht noch bei 0 Saisontoren, aber er gibt Garland das 4:0 hier. Versuch des langen Passes, ja, den kann Kevin Kahn nicht festhalten. Christian Keck, oh, abgefälzt von Garland, der war genauso gewollt, halb hoch. Den Wölfen hat man gerade so ein bisschen das Gefühl, sie können nicht recht oder genau, packen so ein bisschen was in die Reserve für Sonntag. Nochmal eine große Chance, Tourjon, aber K kann sich da nochmal auszeichnen. Und K nochmal zur Stelle, weit vor dem eigenen Tor. Laufen ab, die Huskies gewinnen ihr Heimspiel gegen die Selberwölfe mit 4:0. Zweiter Shutout diese Saison gegen Selb für Brandon Maxwell.